Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Daniel, dein Vertrag läuft bis zum Saisonende erstmal. Herr Wieland, Ihre läuft im Laufe dieses Jahres, also bis zum Ende dieses Jahres nach unserem Stand. Was machen Sie 2019 oder was machst du, Daniel, ab Sommer 2018? Gibt es da schon irgendwie von Vereinsseite Fortschritte? Wie sind da die Gespräche in Sachen Verträge? Ich glaube, jetzt erstmal relevant war jetzt der Start. Zudem natürlich auch, dass wir den Transfermarkt noch so ein bisschen im Auge behalten. Und wir haben im Trainingslager erste Abklopfgespräche geführt. Ich meine, grundsätzlich besteht ja da sowieso eine offene Bereitschaft. Und wir werden uns sicherlich dann nach dieser Transferphase vielleicht dann auch das eine oder andere weiter mal über eine gemeinsame Perspektive unterhalten. Ich arbeite so, dass ich über den 1.7. hinaus hier Trainer bin, was natürlich auch selbstverständlich ist, und alles andere werden dann die weiteren Gespräche aus meiner Sicht sicherlich bringen. Ja, dem gibt es kaum was hinzuzufügen. Also wir arbeiten so, als würde das keine Rolle spielen. Also alles andere wäre ja auch fahrlässig. Das ist für uns momentan überhaupt kein Thema, muss man ehrlich sagen. Wir haben ja eh schon... Daniel hat es gerade gesagt, uns für früher eigentlich verabredet, auch zu schauen, wie ist die weitere Entwicklung sportlich, und was mich angeht, ist das völlig, ich sag mal, unerheblich. Wir arbeiten an dem Vorankommen, für uns steht maßgeblich der sportliche Erfolg im Vordergrund, darüber hinaus die Lizenzierung, die ansteht für die Saison 18-19, das sind die beiden großen Aufgaben, die wir haben, ist natürlich auch eng miteinander verknüpft, und darauf konzentrieren wir uns. Und alles andere sind auch dann letztendlich, ich habe es auf der Jahreshauptversammlung auch gesagt, Gremienentscheidungen, die zu treffen sind. Und das obliegt jetzt auch dann nicht mir.